Ich heiße Rukhl Schaechter. Ich bin ein Redaktor in Schreiben in Vorwitz, in Yiddischen Vorwitz. Das ist eine Stelle, was ich umgeheim in, entschuldige, 1998. Ich bin damals da reingekommen im Büro. Ich bin gewesen als jetzt Chefredaktor, Boris Sandler, was ist gewesen ein relativ junger Mann von dem gewesen im Sowjetenverband, Mandor. Es sind alle anderen gewesen, ältere Männer, Sozialisten, nicht kein Fremde. In Ort Kimmercharan, ich bin jung, eine Frau, ein Fremde. Jetzt haben sie gewiss, was zu tun mit mir. Aber es hat sich gut ausgearbeitet. Ich habe gearbeitet mit Chassidim dort. Es ist eine sehr gewohnt gewesen, zu reden mit Frauen. Einer von sie, wenn hat mir gewollt, etwas sagen, etwas fragen, vielleicht sie kommen zu mir und sagen, entschuldigt. Sofkosof habe ich verloren das Geduld, aber ich habe gesagt, ich weiß, ich habe einen Namen. Und er hat mich umgekickt, er hat gesagt, ich weiß, schon 40 Jahre, was ich habe erwarb. Und ich rief sie nicht beim Namen. Weil ich die 8 Jahre rief beim Namen. Aber ich habe gesagt, was rief er sie? Isha? Das war eine Frau. Und er hat gesagt, nein, ich sage entschuldigt. Also ist geblieben. Er hat mich weitergerufen, entschuldigt. Und die anderen, die älteren Jiden, die Sozialisten, ungeheimlich Fragen, ob sie nicht gewusst, wo schon keine Stücke Werte, ich wollte laufen zu dich sehen, aber sie mehr ungeheimlich Fragen, wenn ich gewusst, ob ich geantwortet. Wenn ich schreibe von Vorwärts, ich habe eine Rubrik, was heißt Neues für Bnei Bias, jede 2 Wochen. Und das hat, das ist mein Spruch Neues, mein Gesinnt Neues, Witzen, reine Witzen, das ist ein bisschen schwer zu finden, die Tage, was ich rief mein Spruch eigentlich. Rezepten für Menschen, was haben verloren, die Waben, müssen jetzt allein und einen kochen, darf nur mit geringen Rezepten. Das mache ich das auch. Und ich habe jetzt ich bringe einen Ausschnitt von Zichronis, was jeden haben geschrieben, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, was redet wegen dem Leben in Städtel im 19. Jahrhundert und unheb 20. Jahrhundert. Ich meine, als Menschen haben wir nur von Lehnen, als er sagt, es ist etwas, was die Sprüche kennen lehnen, Freitag zu Nachts. Und einmal hat es Werte, die sind ein bisschen schwer. Und wenn ja, es ist nicht in Weihnacht, privat zu schaffen, ein Glossar, einmal weiß ich allein nicht die Werte. Ich bin geboren geworden in 1957. Mein Vater ist Elva Schulem, ist gewesen Dr. Mordgeschächter. Was er hat gelernt Jiddisch in Columbia Universität, das sagt Juden, auch im Jiddischen Theologischen Seminar, das ist Jewish Theological Seminary, und im Jiddischen Lehrerseminar, das ist dort, wie er gehört seine Professur. Und er hat gelernt, sein Schitte ist gewesen, nicht stand zu reden und zu reden korrekt. Und das ist etwas, was er hat uns gelernt in der Heim, sind wir gegen ungeheime Reden, wenn sie nützen die, der, das, tun sie nützen dem richtigen Pronomen. Es ist gewesen very intense. Man darf gedenken, man soll zu reden korrekt, man versteht sich nicht kein Englisch Wort. Einmal hat er geprüft ein Experiment, er hat gesagt, jedes Mal, was ihr sagt ein Englisch Wort, darf der angeben, ein Penny. Es ist geprüft, ich weiß nicht, wie geht es gegangen. Einmal ist es schwer zu geben ein Englisch Wort, aber er hat mir gesagt, kannst du mich fragen, aber ich wollte schon kein Englisch. Und ob er vielleicht kommen zu uns, wenn wir uns gespielt hinter vermachten Tieren, in Stein bei den Tieren zu sehen, ist mir dann Jiddisch. Und ob nicht, ist er angekommen und sich zu schrecken auf uns und gesagt, auf Woche Television. Ich habe eine Woche lang nicht gekriegt auf Television. Er hat gesagt, well, das ist das Silber, von was ihr redet, so viel Englisch, zu lieben dem Idiot Box. Das hat er schon gesagt auf Englisch. Wir sind nicht gewöhnt zufrieden wegen dem. Wir sind auch Sachen mit wenig Tasse auf ihn. Aber wenn ich kriege zurück, dachte ich, es ist gemischt anstrengend mit uns, weil die Tiere zu assimilieren sich auf alle Fahnen, und speziell linguistisch, ist sehr stark. In der Fahrt, halte ich von mir sehr getan, ich habe es allein getan zu meinen Kindern. Wir sind eben 3 Schwestern in einem Bruder, wir sind 3 Brüder, 3 Schwestern in einem Bruder. Alle von uns haben Kinder, die lernen fließend Jiddisch, weil wir haben pinkt so streng, die zeugen unsere Kinder auf Jiddisch. Wie er hat uns erzeugen. Ist meine Mama sehr glücklich, sie hat 16 jiddisch-rendige
heinrich. Ech, mein Tate ist nicht gewesen kein Fremmer, meine Mama auch nicht. Meine Mama kommt von einem traditionellen Heim. Ihr Tate, vielleicht sitzen und lernen mit ihr Teure, weil das nicht gewollt, dass euch stark sehen und nicht gehabt kann sehen. No, ich lerne mit der Tochter Teure. Es ist gerade ein warm Gefühl zu dem, es gibt einen kuschel Stieb. Meine Tate nicht. Meine Tate's Mama ist gewesen Lifsche Schächte Wittmann, wo sie hat umgeschrieben, an Egenbeach sich rein ist, sehr verhappendig. Es geht zurück etliche deutsches Warte von ihr und hat 19 Jahrhundert. Eine sehr interessante Geschichte, was sie dann vorgekommen, weil sie gerade am äußeren gewählten Musikuren. Und sie hat gekannt gedenken, Brutem, was man dir erzählt, wenn sie ist ein kleines Kind, wegen ihr älter Seite. Und wir haben eine samme Sprüchegeschichte. Andere Menschen wissen öfter den Namen von sehr älter Bobbe Seite. Aber wir kennen die Geschichte, was sie dann vorgekommen bei sie, wegen der Verfletzung, wegen die alle Sachen. Is sie hat is die Baba Lifsche, wie wir sie geriefen, vielleicht kommen sie in sein Heim jede Woche und machen für uns eine Baba Lifsche Suppe. Das ist wie eine Kartoffelsuppe mit Smetana, Mehlach, Kriep, das heißt Dill. Und uns erzählen jüdische Volksmeinzes und muss ich wenn allgemeine Volksmeinzes, also wie Goldele mit den drei Bären, aber sie hat es noch geriefen, die drei Bären. In der Meister von dem schlechten Bär. Das ist sicher nicht angehen in dem. So, mir rief das echte Bobbe zu mit der Ene gleich, aber es ist gewesen sehr lebendige Meister und wir fliegen sehr stark an nur rum, wenn sie vielleicht kommen zu uns und erzählen der Meister zu mir gegessen, Bobbe Lipsche so. Mein Tate hat sich sehr gewollt auslernen, Jiddischkeit. Das heißt, bewusst sein in der Brüche, was wir darf machen, als wegen dem Teufel, weil hat gekannt die alle Sachen von der Literatur. Hat gelernt wegen Hagba und Galila in der Literatur, aber er hat das keinmal nicht gesehen. Hat er ungeheim gehen in Schiel, etliche Mal ein Jahr, aber wenn er ist gegangen, hat er sich zugekickt, hat sehr nur gehört, wenn er gehört, der Elias. Wie man rechnen durch, man macht ein Mischa Berach für die ganze Sprache, und wenn er gehört, die alle jüdischen Namen, Gittel und Schendel und Rifze, das hat er nicht gekannt verschraben, was es gewesen Jontif. Aber er fliegt sehr nur um zu hören. Also die Fremden halten noch auf die jüdischen Namen, bescheid die weltlichen Jiden vergessen die jüdischen Namen. Was er für sich alle beim Amerikaner nehmen, ist nicht durch eine Gelegenheit. So ist er schon einmal, man hat ein paar Mitzvah, ein paar Mitzvah, hört man dem jüdischen Namen. Aber in der Fremden Welt sieht er, sie haben Kontakt mit den jüdischen Namen die ganze Zeit. Sie müssen das gedenken, und man hört, der ganze Schiel hört es. Er hat sich ausgelernt zu machen, Kiddisch, und am Heutz, und gemacht sehr gut, sehr authentisch. Er hat es gemacht auf durem Jiddisch. Also es ist geklingen, wie er hat es gekannt von seinen Tagen. Er hat nicht gewiss bis später, also hat er sich alles ausgelernt. Wenn ich bin gewesen, an dem 16 Jahre alt, ich und meine Schwester Edel, das ist damals gewesen, in 12, ich habe ein bisschen jünger, haben wir beschlossen, dass wir wollen, in gemachter Deklaration auf der Rekordierke, als wir suchen sie, als wir wollen beide Gassen mit Englisch, mit Jamalkes. Sie hat geholfen Wort, echt nicht. Sie ist geworden sehr fremd. Sie wohnt hat ein Zwart, sie hat 7 Kinderlach. Und sie ist nicht eine Chassidische, nur eine Litwische. In der Geschichte ist es wegen der Chassidim und der Misnagdim. Sie hat Chassidim gehabt mit der Buche vom Borough Park, was sie erst von der Misnagdim. Sie hat mit der Zelte eine interessante Mainze, wie sie sind rausgegangen. Versteht sich, man tut sich nicht unruhen, man darf nur reden und beschließen, was man redet. Sie ist das der richtige Mensch für dich. Das ist in Jerusalem. Und mit der Tunge im Wehren ernst, und gesehen, sie haben sich Tage lieb. Und einmal sind sie gesessen am Tisch. Sie haben sich bekannt, weil meine Schwester ist gewesen eine Künstlerin. Und hat Gott gesagt, dass er gewollt ein Mädel, was es ab Altschiva, weil sie wollte verstanden, was er, der Ranglin ist und was er hat. Ein Mädel vom Borough Park wollte mich keinmal nicht verstanden, hat er gesagt. Also es ist auch ungeheim auf dem rechten Fies, sie sind beide, sie haben sich verstanden und ist gesessen am Tisch und hat gesagt, ich weiß, dass er ist edel, aber
was hast du da allein genommen, was du dann zweiten genommen, dann ersten genommen? Sie hat gesagt, wer muss heißen Fremdedel? Sagt sie, und er ist weiß geworden. Sie hat gesagt, was ist? Sie hat gesagt, mein ganzes Leben habe ich gesagt, als ich auch hast noch mit einem Mädel, was ist Fremd in Edel. Na. Es ist so verhappend, wenn sie erzählt, der meint. Sie haben Kassen gehabt und sie haben jetzt im Kinder. Und jetzt ihr zweiter Sinn geht jetzt Kassen um. Ihr erster Sinn hat schon Kassen gehabt mit zwei Jahren zurück. Und mein Mann Label in Erfurt von Kinyur Shalayim in Achoyde Shalim. So brav in der Kassen. Meine Schwester Gietel ist gewesen, Jahren lang mein Nebenster gehabt. Wir sind sehr nüvend in Älter. Are you in a hope? Is mir gehört andere Chavet in der Schule, aber mir gehört in der eigene Welt. Mir gerät Yiddish zwischen sich. Und viele haben mir gewähnt in Camp Hemschach. Wie es gewähnt viel mit Kindern von Scheres Aplait. Ich habe mal gekannt Yiddish, aber keiner in der Schule drin Yiddish. Aber ich gehe dann weg, fliegen in Yiddish ein zwischen sich. Wenn sie ist älter geworden in Ungarn im Sechener Buche, hat sie sich bekannt mit einem Student von meinen Taten. A Buche von Indien, ich kenne Jid. Er hat sich sehr groß gelernt. Jiddisch hat schon gekannt 10 andere Sprachen. Er ist gewesen ein Lehrer von Economic in Rutgers. Er ist geholfen bei wem. Er ist schon ein Professor in Pace Universität, sehr klüger. Und er ist gekommen auf die Jiddischsprache. Es ist selten, in jener Zeit, es ist ganz selten, dass er gekommen nicht Jid auf die Jiddischsprache. Und sie haben sich verliebt. Und wir sind ein bisschen nicht zufrieden, weil der Tat ist gewesen, hat gewollt, wir sollen alle Kassen mit ihnen. Aber mit der Zeit hat er irgendwann gehen zu Aruf und er ist geworden, sehr fremd. Und sie haben Kassen gehabt, sie haben halt 3 Kinder. Und sie hat ein Kind in MIT, eine Tochter in MIT, und eine Sohn in Harvard. Also sie hat noch eine Tochter, sie darf noch bald unheim trachten, in welchen Universität sie geht. Meine Sinn sind ein anderer Schnitt. Sie sind nicht, ich meine, nach Tuli, mein Mittelstort, hat sehr lieb zu lehnen. Er schlingt Bücher. Aber er hat gesagt, die akademische Welt ist nicht für ihn. Weil er hat sich bekannt mit etlichen Akademikern. Er ist gewesen auf der Chernowitz-Konferenz in Toronto. Hat er gesagt, wenn er es gewähnt hat, zwischen die alle Akademiker, und auch wenn er studiert in Brandeis und er ist einmal gewähnt mit Graduierstudenten, hat er gesagt, das Problem mit Akademikern ist, sie wissen eine Sache wegen nur ein Thema. Mhm. Und er hat besser lieb zu wissen wegen verschiedene Sachen, und sie reden wegen verschiedene Sachen. Und er hat gesagt, das ist nicht die Welt für mich. Mir hat das ein bisschen ein Zipp im Herzen, weil ich habe sehr gewollt, dass einer von meinen Kindern so ran in der akademischen Welt, also in meinen Taten, in meinen Taten, ich habe einen Professor in der Besprache, aber nicht beschert. Menachem Yankel ist sehr lebendiger und er hat lieb zu unzufrieden mit Aktivitäten in Jugendruf. Er hat das auch, das sind 2000 Menschen auf Facebook. Er weiß, was heute zu Network, mit dem Trachten von Aidisch Wort auf Network. Er ist musikalisch und Witzler, sehr feinem Fisch für Humor. Und er wohnt auf der Upper West Side und ich bin einmal gesessen mit ihm in einem Restaurant. Es ist dann so, er gab eine Teppelkave. Jede paar Minuten kommt er an und sagt, hi Menachem, hi Menachem, hi Menachem. Er ist Menachem Yankel. Ich sage, wow, jeder kennt dich, du. Wenn man mein Kind nicht daran nimmt, er ist an der Telefon, weil man klingt ihm von nirgends. Danach ist du Gedalia, das ist mein Mesinnik. Gedalia ist gewesen in Rutgers, die alle Jahre, bis sie ihm umgekommen schwer. Aber ich habe ihm gesagt, weißt du, was nicht jeder muss gehen in College. Und er ist sehr ein Ernstkind, ein sehr Klickkind, aber er hat Schwierigkeiten mit Lehnen. Es ist eine Reading Disability, ein Mumm beim Lehnen. Also er kann nicht gefunden in dem Hauptgedanken in einem Paragraph oder dem Hauptgedanken in einem Artikel. Sehr schwer zu schreiben als Mannarbeit. Und wir wissen nicht, was zu forschen, was auszuklammern, was hinterzustrachen. Und ich sage, nicht jeder muss gehen in College. Und er ist sehr flink auf dem Piano, und er ist sehr flink auf dem Computer mit dem Finger. Und ich dachte, du sollst werden ein Gerichtsstenograf.
En ek het ook eens gezicht op de internet, heb ik gezien. Als je ziet dat je stenografen in gericht, zeer weinig mensen weten dat het een carrière is, wat bezoeld gaat. Ze heeft zich om bij $55,000. En aan mijn arbeid privaat, voor een advocaat, kennen ze veel af van $100,000. Is dat een ongeheim haaien, zeg maar, en ze heet de New York Career Institute. En hij heeft kunnen horen, als zo gaat dat, 100% van alle examens, 98%, en hij is gelukkig. Hij zegt, Mami, ik darf voor mij niet trachten. Ik darf me kloppen, als wij, ik kan trachten, wat ik wist, ik wil. Ik heb zeer nu, ik heb betoeging in alle mannen 13, als Naftuli aangeeft, die was gemeend met wende academica. Hat bei Kimmen am Magister in Brandeis in Geschichte, in jüdische Geschichte. Sie heißt Nedges, Near Eastern Jewish Studies, aber mit der Konzentration in Geschichte. Und hat auch bei Kimmen eine Lizenz zu lernen in amerikanische Geschichte in der allgemeine meluchische Schule. Nur jetzt ist die Ökonomie nicht geht, und es ist du in New York, ist du, was man rief, der Hiring Freeze, man hat nicht unke neue Lehrer. Und mit Amul hat herausgefunden, dass der Nationale Jüdische Bücherzentrum sich da vielseitig in Jüdisch lehre. Auf dem ganzen Jahr, er geht auf ein Interview den Mittwoch, und wir sehen, was wird werden. Und mein Achnyankel arbeitet jetzt in Computerei. Er verrecht Serverprobleme. Menschen haben Probleme mit seinem Server. Ich weiß nicht, wie man sagt, Server auf Jüdisch. Und mein Mann, Label, Ik woon niet hetzelfde bij hem. Ik had zich bekend met hem echt. Ik heb hem erop. Ik heb zo'n gietel. Ik had zich bekend met meeligen. Ik heb mijn taten in het Jiddisch klas. Ik ben gewend op het jugendroof te samenvoer. In 1980, dacht ik. In 1981. En mijn mama is gekomen naar mij. En ze gezegd. Du weet dat je een fijne boek hebt van Zweden. En in het Jiddisch. En ik heb gezegd. Maar laat me gaan. Ik had andere boeken en ik had me aan oog op zee. Versteed zich, haar tochter had een schliep en haar mama gaat dan eens. Maar wat had God gewollt? Ze had zich uitgewezen als Label en ik hebben beide gewoond in Washington Heights, in het zuid van Manhattan. En jedes Mal, was ze gewoond aan jongen in Tenemung, zijn ze meer gewoond op dezelfde baan. En hij had God in een brief nemen, man verschraven. Ik wilde toch zo in geven aan telefoon. Ich habe nicht gewollt geben, er ist gewesen ein Ausländer, hat gedacht mit einem Akzent, hat kam nicht gerne in die College. Und ich bin ein Mädel von Barnard, was ich noch alles gebe mit dem, und ich sage, yeah, ich kenne ihn besser wie du es. Er hat gehalten einen Brief, und er hat gesagt, ich will werden ein Mitglied von Jungtruf, der ist jüdisch ist interessant, und ich will wissen mehr wegen dem. Und ich habe ihm nicht geglaubt, weil er hat schon gesagt, er will mein Telefon, aber ich habe schon verstanden, was er will. Aber klar, zwei Wochen später, bekomme ich ein Telefon, das ist er. Und er sagt, ich bekomme mein Telefon von ihm. Und er hat gesagt, ich verstehe nicht, ich habe gewartet zwei Wochen lang auf Material von dir, wegen Jugendruf, und ich habe nicht bekommen. Aber ich sage, ich werde sehr schuldig. Ich dachte, oh, ich bin ja ein Egozentrik, ich habe eine Gemeinde, er will mehr. Du verlierst eine Möglichkeit, wie du schießt, weil ich eine Gemeinde, er will mehr. Ich habe gesagt, sehr entschuldigt, ich habe gesagt, ich soll ziehen, ich will stellen, dann ist der Nummer auf der Postregime, was schon bei Kimmel der Post, und sei mir mal gekommen. Und etliche Sekunden später sagt er, bist du frei an der Nacht? Aber ich sage, ich werde so schuldig, aber ich sage, nee, ja, ich bin frei. Und ich sage, ich gehe auf der Simche, lass mich gehen zusammen auf der Simche. Und ich fuhre auf der Bahn, hat er mich gefragt, was studiere ich? Aber ich sage, Psychologie. Ich sage, oh, Psychologie, du weißt, ich lehne Psychology Today. Ich habe nicht gewollt sagen, Psychology Today ist eine Massenpublikation von allem, was weiß ich von Psychologie. Du bin ich bin ein Gelernter von Psychologie, ich halte sich so groß. Ich muss ich gehen mit dem, was lehnt Psychology Today. Ich habe nicht gesagt. Dann komme ich zu der Simche, versteht sich, aber ich kenne ihn nicht gekannt. Dann bin ich gesessen im Winkel, gegessen und sich zugekickt. Kommt er zu, setzt sich weg, leben mir. Aber ich sage, nein, du musst sitzen, leben mir. Ich meine, du kennst die Menschen, du kannst reden mit sie. Ich habe gesagt, nein, nein, ich habe lieb, sie sitzen in observierten Menschen. Und das hat mir sehr gefallen. Und das meint, dass er, ja, er ist auch interessiert in anderen. Nicht interessiert in sich, sondern interessiert in anderen. Das habe ich echt lieb zu tun. Ich habe echt lieb, sie sitzen in sie sehen, wer mit wem man ist, wieso sie beziehen sich eines zum Zweiten, wer ist nervös, wer ist bequem.
Das ist Teil von meinem Interesse in Psychologie, ist mein Interesse in Menschen. Ist das mir gefallen? Ich habe gesagt, sehen, er hat ein bisschen mehr, wie ich habe verstanden. Ich habe gekickt auf dreistendige Sachen, ich muss das sehen, wenig. Und wenn wir sind hingefahren, haben wir Tag reden wegen mehr philosophischen Unionen. Und ich habe gesehen, er ist auch sehr ein ernster junger Mann. Und noch, ich bin sehr gierig, in 3 Wochen nachdem haben wir schon ungeheim planieren, Kassen zu haben. Weil ich habe gesehen, er kennt Jiddisch, er kommt von einer musisch-europäischen Sprache. Und ich habe ihn heimgebracht zu Mantaten, das war das erste Mal, dass ich bringe heim ein Buch, was es Mantaten gefällt. Wieso habe ich gewusst, dass es ihm gefällt? Weil alle anderen Bücher muss ich gleich heimbringen, aber Mantaten nicht gewusst, was zu sagen zu sein. Ich habe gesagt, was kann ich sagen? Also Jiddisch und Tate? Ja, und nicht nur das, weil mein Tat ist für mich Europa, das sind Amerikaner, weiß ich, was zu sein. Und nach jetzt, die Amerikaner Bucherin sind sehr heftig. Ein Professor, sie nicht gewusst, was zu ihm, er nicht gewusst, was zu sein. Mit Label ist es gewesen anders. Ich weiß nicht, was soll ich gefunden haben, aber in 5 Minuten haben sie schon gewusst, als mein Tat ist auf der linken Seite, auf der liberalen Seite von Israel Politik. In Labels auf den rechten Seiten, wir haben schon einen Kriegen auf Jiddisch. Da ist mein Tat hat ihn gerufen, da ist ein Sharon-Nick, weil er lieb mit Ariel Sharon. In Label hat er gesagt, du hast schämst dich wegen Israel, was bist du, ein self-hating Jew? Und ich habe gesagt, wow. Sie haben es auch gekriegt, aber ich habe gesehen, sie haben nur von dem Kriegen. Das ist sehr wichtig für mich, als mein Tate so halten für meinen Mann und auskommen geht mit meinem Mann. Ich habe zu mir gehabt, da gibt eine Beziehung mit meinen Taten, aber ich habe gewollt ihn zufriedenstellen. Und ich wollte, dass er so sein, der sitzt allein und keiner redet nicht mit ihm. Und ich habe gewisses mit Label und das ist geschehen, for better or for worse, weil sie sicher haben mal Kontakt. Es ist ein Tag gezeigt, denerviert meinen Taten ein bisschen. Meine Tate vielleicht werden ein bisschen aufgeregt, weißt du, was willst du, narisch gehen. Aber also in Europa redet man. Ich meine, in Amerika wird man kein Englisch gesagt, man beleidigt nicht andere Menschen. In der Fall haben Menschen nicht lieb, sie reden Politik in Amerika. Weil man hat Meure, es werden ein bisschen zu viel Konfrontation. Man hat in Label nicht Meure gehört für Konfrontation. Das ist sehr europäisch. Ich bin nicht geruten in meinen Taten. Ich habe echt nicht lieb für Konfrontation, aber ich habe lieb zu sehen, dass ich habe nur gehört, was meine Tate und mein Mann haben sich lieb. Was noch kann ich erzählen? Ich habe jetzt ein Kochprogramm auf Jiddisch auf unserer Website. Die Vorwärts-Website hat beschlossen zu investieren in die Website. Die Vorwärts hat beschlossen zu investieren in die Website, weil wir haben massach Menschen, was kommen sie in die Website? Jede Woche kommen sie ins 12.000 Menschen von über der Welt. Erwartet, was mir gewollt ist, ist allein in dem Vorwärts. Aber wir sehen, dass die Zukunft ist beide. Wir darf trachten wegen der Zeitung Giefe und ich trachten wegen Wussetzahn auf unserer Website. Und wir sollen verdienen von dem, weil wir können finden Sponsors und Firmen, was wollen stellen Reklame ist auf der Website, ist wenn die Menschen, was kommen zu unserer Website, sagen, ich sage, das ist etwas, was ich auch gewollt kaufen. Und wenn der Sponsor sagt, dass man lenkt sie, dann sie sagen, Grete, sie stellen noch Reklame. Das ist in der Zukunft. Und wir hoffen in den kommenden Jahren, weil wir warten, herausgeben die Zeitung, also es geht, wie wir im Besitz getan, aber in derselben Zeit, euch arbeiten auf der Website. Ich bin mit Eve Jacknowitz, und sie hat einen Blog, was heißt In Molaran, nicht in Mäulerein, in Molaran. Wie sie bringt heimische jiddische Rezepte, und ich nicht darf jiddische Rezepte, aber mit einem jiddischen Tarn. Sie und ich, zu lieb dem, was ich habe, mein Neues für meine Weiß, wie ich gebe ein Rezept jede Woche, ist arbeiten wir zusammen auf dem Programm. Das erste Programm wird sein wegen Kukuruse, oder Papschoi, auf Englisch heißt es Korn. Das jiddische Wort Korn gibt es nicht Korn. Kornbrot ist nicht Kornbread, es ist Ryebread. Es ist jeden Planten, das sie haben Korn, meine ich, es ist Korn. Nein, Korn ist Rye. Auf Jiddisch ist Korn, Kukuruse oder Papschoi. Jetzt machen wir Marmelade, versteht sich, das ist gemacht von Kukuruse-Mehl. Und wir machen Kokosches, Kokosches sind in Popcorn. In dem zweiten Episode werden wir machen Wanschel-Verenikis. Verenikis sind also die Pirogen.
And Vanschul is sour cherries. Is we machen dus and we machen lecha dessert with Vanschul. The Americani eaten, the Americani bechlaus, are nicht ziegewoins of Vanschul. It's a zove. It's a ziegewoins of zisse sachen. It's mir will naran geben zicke, weil mir will nas menschen soll nur hung von dem. Aber labels of der hat das lieb unim zicke. Zove is git. Vanschul agiv is from was me macht Vishniak. This is Vanschul. Itzik Gottesmann, this is my Schwesterkind, and I arbeit mit mir in Vorwitz, hat a Serie auf unserer Website, was heißt Die Geschichte von jüdischen Filmen. Es ist sehr interessant, als Archiv ist mit englischer Interkepplach. Wir haben es speziell gemacht, soll sein im Ganzen auf Jiddisch, aber mit englischer Interkepplach. Also wer sie will, soll kennen, kommen auf unsere Website, sie kennen Jiddisch nicht und auch nur haben. In Itziks das Programm ist sehr interessant. Der letzte Episode ist gewesen wegen der jüdischen Stimmfilmen. Menschen dachten, Stimmfilm, man redet nicht. Wieso kann man sagen, das ist ein jüdischer Film? Ihr werdet kicken, wenn ihr schon sehen. Das ist sehr, das Ausdrücke vom Vornehmen. Das heißt, sie reden mit der Hand, der Städtel. Und das ist gemacht, das sind Filme gemacht in 1910. Also, als man sieht, wieso der Städtel vielleicht auch aussehen, wieso die Menschen vielleicht auch reden nehmen zum Zweiten, im authentischen Jiddisch. Er hat die Ausschnitte von den alten Filmen, das kann ich sehen mehr. Und er ist der Narrator. Er geht über eine Geschichte wegen der Filme. Es ist sehr interessant zu kicken und zu hören. Was noch kann ich erzählen? Kommt jetzt nach Fragen. Oh, geht. Okay. Erste, ich habe gewollt reden wegen Internet. Du hast schön geredet wegen dem. Aber interkepplich. Oh, is subtitles. Ja, ich weiß. Für mich ist es sehr interessant. Für Yiddish Lives, das Projekt da, wir haben beschlossen, nicht zu nutzen in der Kepler. Einer sorgt, als man darf haben in der Kepler. Weil es ist wichtig, man darf verstehen. Aber andere sorgen, als es ist eine Unreinigkeit. Was? Weil es ist nicht Yiddish. Es ist Englisch. Und sehr moi, dass Menschen will lehnen in dem Jiddisch, anstatt zu hören, lehnen in dem Englisch, anstatt zu hören in dem Jiddisch. Ja. Interessant. Aber für Vorwitz, ihr habt beschlossen, ja zu nutzen. Ja, weil wir trachten, wir haben auch Sachmenschen, was kommen sie, was sind für interessiert in Jiddisch. Und sie sind ein bisschen nicht gerät, zu verstehen. Ich meine, sie haben schon mit der Zeit, wo sie nehmen einen Kurs, wir wollen sie gewollt mutigen, sie nehmen einen Kurs, etliche Kursen, oder viele sich allein auslernen in Jiddisch. Du Menschen, was lernen sich allein, ohne einen Kurs. Aber das ist das Spezielle mit Menschen, eben so, was hat auch ich versprach. Wir sind realistisch, wir wissen, dass es auch Menschen, lassen wir sagen, Kinder von Menschen, was kennen Jiddisch. Und sie sagen, I wish my mother had spoken Jiddisch to me, but she didn't. Mm-hmm. Und sie haben noch heute ein Gefühl für dem, und euch, wir wollen, dass sie sollen stützen in unsere Programme, in unsere, wir haben Schäure, was wir verkaufen in Vorwitz, oder sie können bestellen einen Abonnent für einen Maturne, für einen, was kein Jiddisch. Wir wollen sie unhalten. Mhm. Und wir trachten es euch, wir wollen es machen, auch nur auf Jiddisch, wenn sie klicken, sind an der Website. Mhm. Für uns ist das Wichtigste. Du sagst, jüdische Menschen haben speziell für sich eine jüdische Identität. Und für sie ist es wichtig, dass sie uns sich fühlen wie ein Teil von dem Klau. Mhm. Aber wenn sie kommen in Vorwitz, reden wir alle Jiddisch. Zwischen sich lernen wir Jiddisch. Und sie sehen, es ist ein lebendiger jüdisch-rendiger Zwiebel. Und das ist für uns sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie viele noch jüdische Institutionen sind du, wie wenn wir zur Arbeit reden wir Jiddisch. Und das ist etwas, was ich gewollt habe, wir sollen sehen noch mehr. Ich wollte es gewollt sehen in Arbeiterring, ich wollte es gewollt sehen in anderen jüdischen Organisationen. Aber der Vorwitz, wie weit ich weiß, ist der einzige, wie Menschen. Und du weißt auch viel in Volksbühne, weil in Volksbühne haben sie alle die Englischrendige, was kennen nicht kein Jiddisch. Also sie spielen auf Jiddisch, aber sie kennen nicht kein Jiddisch, müssen sie das echt hin auf Englisch. Aber auf der Website geht es zu ziehen, die tausende Ziehkicker haben mir beschlossen, zum Jahr zu machen und den Interkepplach. Ich meine, wir wollen sie nutzen. Ich meine Zukunft. In der Zukunft. Ich meine, ich bin nicht sicher. Ich wollte wissen, wegen Barnard.
Universität. Ist es gewesen schwer für dir, gehen von der Tatesheim zur Universität? Es ist sehr, nee, sehr großer Unterschied. Ja? Was ist der Unterschied? Ein Yiddish Heim. Ich bin gegangen in Barnard, nachdem ich bin gegangen in der öffentlichen Schule, die alle Juden. Ich bin gegangen in Public School, ich bin nicht gegangen in Yeshiva. Aha. Ich bin in Public School, ich habe gelernt mit Spanischen, mit Schwarzen, mit Irländern. Sie haben mich gekannt, aber ich habe mein Namen. Das ist einfach ein Problem. Ich weiß nicht, ob sie mich gedacht haben, Rukhl. Ich meine, ich gedacht haben, Rachel. Das ist meine einzige Kritik zu meinen Eltern. Sie haben gewollt, dass sie sich nicht schämen mit unseren jüdischen Namen. Das macht nicht so, dass man jüdische Namen muss, man kann auch rausreden. Aber ich will heißen Rukhl. Ja, so, okay. Ich will heißen Rivka, was kann man anders? Und sie haben gesagt, Rivka. Man kann es lernen. Aber der KH-Klang, sie haben sich nicht sagen, ist der. They're playing lachens and ruffles have ridges. Ruffle, playing for ruffle. A special atlech of an echelig, so a schwarz single. They're playing with some of the ruffle. And my lieb god, I'm not going to even ruffle. And she can't some ruffle. I mean, this is given to us. Aber jetzt sehen wir, wir haben alle gekannt, geht Englisch, wir fliegen spielen auf der Gas. In der Zeit, wenn Kinder fliegen sich noch spielen auf der Gas, Hand sieht man genäht jetzt nicht. Jede, alle Kinder kommen nach Hause, spielen sie sich auf dem Computer, das sind ganze Aktivitäten. Man sieht nicht, wie Kinder spielen Stickball. Wir fliegen spielen, wir haben es lief Slap. Wir fliegen nicht mit der Stecken, nur mit der Hand fliegen wir schlucken. Aha. Softball. Das fliegen wir spielen King Queen, verschiedene. Und wir haben es gespielt auf Jiddisch eigentlich, weil wir haben jiddischständige Freunde, aber wenn sie fliegen, kommen englischständige Freunde, dann sind wir mehr auf Englisch. Und wir kennen sehr gut Englisch, also ist nicht gleich ein Problem. Mein Übergang von der öffentlichen Schule in Barnard ist gewesen, dafür sehr positiv. Ist, wenn ich bin gekommen in Barnard, ist ja gewesen ein Übergang von der maluchischen Schule, aber es war sehr anders. Ich bin gewesen sehr zufrieden zu sein in Barnard. Verwusst? Gehend ich in der öffentlichen Schule, speziell in Mittelschule, High School, das ist gewesen an allgemeiner Mittelschule, es ist nicht gewesen von der Spezialisierten, von der, wie man nimmt ein Examen anzukommen, es ist gewesen push it an Mittelschule. Und andere Talmide haben gesagt, ich habe es gewollt lernen. Ich meine, es ist gewesen Jocks, wie man sagt, Athleten und Cheerleaders. Und andere sind gewesen, ich bin nicht interessiert in lernen, nicht interessiert in lernen. Ich bin der Einzige, was ich auf in der Hand. Mit der Zeit habe ich aufgehört, auf in der Hand. Ich habe nicht gewollt sein, der Einzige, was will sich lernen dort. Es war sehr schwer, sehr deprimierend, zu sehen, das ist ein Mann dort. Das sind Menschen, die sind auch nicht interessiert in intellektuelle Sachen. Und ich komme an den Barnard. Und mit dem Mut sind die Frauen, die sind alle Kläger von mir. Sie wissen, was ich fühle. Sie empfinden, was ich analytisch auf die Frage. Ich habe schon mal gehört, sie öffnen in das Mäuel, aber ich habe auch nur gehört. Weil es oft gesagt habe, ich kann sich lernen bei meinen Mit-Talmides. Ich habe studiert Psychologie, ich habe damals gemeint, dass ich eine Psychologin werde. Später hat sich herausgewiesen, ich bin nicht interessiert in dem. Ich habe gearbeitet mit autistischen Kindern, schizophrenischen Kindern. Ich habe gesehen, ich habe nicht das Geduld. Ich darf mal sehr erregen, Temperament zu kennen, arbeiten mit seinen Kindern. Das ist nicht gewesen für mich. In dem Moment habe ich beschlossen, heranzugehen in der Erziehung. Und ich habe eine Magister in Bank Street College of Education. Ich habe geschrieben, meine Magisterarbeit. Es ist geheißen, Curriculum for a Minority Language. Und versteht sich eigentlich ist Jiddisch. Weil mein Plan ist gewesen, was ich habe mit der Zeit durchgeführt, zu haben eine jüdisch-rendige Sintik-Schule, was Kinder kommen sich zu neu von der ganzen Stadt, was kennen Jiddisch, von der Heim, eigentlich nur von einer von den Eltern, einer der Tate oder der Mann redet Jiddisch, der andere redet Englisch, und was kennen wir tun in die drei Schuhe, aufzubauen im Jiddisch, zu reden nur Jiddisch mit sich, sich zu spielen auf Jiddisch. Und das ist geheißen Pripitschik. Es ist ungeheim wie eine Spielgruppe. Die Kinder haben sich ein bisschen gespielt auf Jiddisch. Aber dann noch haben wir herangebracht, noch eine Lehre. Wir haben schon etwas älteres. Und wir haben sie schon noch gelernt, lernen und schreiben Jiddisch. Aber der Ecke ist gewesen, reden Jiddisch. Wir wollten versichern, dass die Kinder reden Jiddisch eine mit dem Zweiten. Also sie lernen sich neue Werte. Und ich habe ungefähr mit Pripitschik 18 Jahre lang. Ja, wir sind in verschiedenen Schulen.
wenn mir Gott der Tate der Mama, was er Gott der Kontakt in der Schule, weil seine Kinder sind gegangen in der Hebrew School, sind mir dort geblieben. Ist bei der Klasse sind wir gewesen auf der Upper East Side in Manhattan. Dort sind Sachen Schulen dort. Und wir haben geendet in einem Arbeiterring Binion. Die letzte 7, 8 Jahre sind wir gewesen in einem Arbeiterring Binion auf dem 6. Stock. Es ist gewesen sehr fein für meine Englisch. Sie sehen, es ist nicht nur sehr Sprüche redet Jiddisch, aber auch Kinder von verschiedenen Sprüchen reden Jiddisch. Das ist gewesen sehr schöne Überlebung. Das bedeutet, es ist, nachdem es unsere Kinder in sich alle zu wachsen, ist ein Mensch gewesen Kneulen. Ich meine, sie kennen das du, aber wir haben nicht gewusst, wie sie sind. Jetzt kommt daraus Reis an Neue durch. Nur als Detail wird der Zentrum nicht in New York, nur in Johns Hopkins University. Dort sind jetzt. Da bin ich gegangen. Ah! Es dort sind du 3 Sprüches, was alle reden Jiddisch mit den Kindern. Das sind der Brüche in Mark Kaplan, Schulem in Celeste Berger, in Kenneth. Wie heißt er? Okay. I feel Schleiß. Terrible. No, it's not nice. Kenneth and Hannah. Oh, Moss. Okay. They all reden Yiddish to the kinder reden Yiddish zwischen sich. They have their own Spielgruppe, which is endlich auf Krippitschik. I have schon geschrieben wegen dem Vorwitz, weil ich aber nur zu sehen, dass du eine neue da. Was noch kann ich erzählen? Noch Fragen? Ja, der nicht. Ich habe Bahamas, du hast Bahamas gelernt, sich gelernt, Jiddisch 2, anheb zum Sof, ja, der nicht. Nein, weil Jiddisch 2 ist rausgekommen, nachdem ich sich verstanden habe. Aber ich habe sich gelernt beim Taten. Ich habe genommen die Jiddisch Zimmer Programm in 1978. Mit David Roskis in mein Tate. David Roskis hat gelernt Literatur, der Tate hat gelernt Linguistik. Ich habe sehr nur gehört, ich verstehe sich, wenn ich in einem Warthalter Klass. Ich habe alle Juden sich gelernt, ich bin gegangen in die Schule, in der Schule 21, und noch bin ich gegangen in die jüdische Vereinigte Mittelschule, und noch in die jüdischen Lehrerseminar. Bescheid, ich bin gegangen in Barnard, bin noch auch gegangen in die jüdischen Lehrerseminar. So habe ich 2 Bakulleraten. In die alle Juden, was mit sich gelernt Literatur, ist es mir kein Mensch gewesen interessant. Ich habe verstanden, von was es mir interessant ist, aber ich habe gemerkt, in Barnard ist es so viel besser. Und ich habe verstanden, was der Hilfe ist, bis ich habe genommen den Kurs mit David Roskis. Ich habe gesagt, Roskis versteht, wie zu lernen Literatur. Weil hat es gelernt von einem technischen Kickwinkel, wie aufzuschätzen kritisch die Literatur von einer literarischen Perspektive, vergleichend mit der Weltliteratur. Die andere Lehre, so sagen wir Gott, haben es alles gelernt von einer soziohistorischen Perspektive. Die Helfen sind gewesen Sozialisten, andere sind gewesen. Ich sehe es gesehen, wenn du weißt, oh, hat geschrieben wegen der Probleme von jener Zeit. Das ist nicht Literatur. Literatur ist verstehen die künstlerische Techniken, was du schreiben kannst. Und ich denke, wie ein Muschel von dem. Roskis hat gesagt, dass wir sollen überlegen in einem Paragraph. Das ist gewesen einer von den Büchern, einer von den Romanen von Mendel. Ich meine, gelernt etliches. Das kennen wir so wie Fischke der Krimme, aber ich bin nicht sicher. Das ist eine Szene von Abud. Erf Schabes, wie die Männer gehen in Bud. Und es wird erzählt, wie man schwitzt. Und die Paare brennt. Und man schmaßt der eine dem zweiten. Und wie Gitze ist. Und er gesagt, lehnt ihr bei dem Paragraph. Was meint ihr, will er du rausbringen? Die Leute springen, als er so ist, gewähne Abut in Miseruropa. Ich sage, nein, er will wasen, als die Jiden, das ist gewähne masochistisch von sie. Er ist gewähne in Kass auf die Jiden, was er sich gelost, leunen in seine schreckliche Bedingung, die er nicht gekämpft für seine eigene, der Heretz. Er ist gewollt ein besseres Leben, gewollt sich aufarbeiten. Sie sind zufrieden, als sie wohnen im Blatt. Sie sind zufrieden, als man, nicht zufrieden, aber sie sind gewollt, was kann man tun? So ist es beschert. Und er hat gewollt, dass Menschen sollen
bekämpfen also Passivkeit. Und er gesagt, das ist der Mendele warst du, wie die Jiden haben sich nicht gelost, nicht gerade kein Gläubigen in sich allein. Und sie haben gesagt, na, schmaß mich, es geht. Ich habe gesagt, wow. Das heißt, ich verstehe Literatur. Sie Mendele hat das Tage gemeint, sie nicht, weil wir kämen nicht wissen, aber so ist. Literarische Kritik ist nicht herangehen in dem Kopf, in dem Schreiben. Also das hat er gemeint zu tun. Er hat das geschrieben, in dem Bewusstsein hat er das gemeint. Das heißt der Literaturklasse. Und das, was ich schon gelernt in Barnard, und in Roskis, bei mir hat man geöffnet die Augen. Man soll mit aufleinen in Literatur. Weil der andere Lehrer, weil ein Pusche gesagt, Abud, ja, das ist ein typisch Bild, das ist vorgekommen in der Musiker Oper. No, lass mich leinen warten. Nicht daran getracht, in dem, wo es der Schraube hat gewollt, da rausbringen. In meinem Klasse ist auch gewesen, Arne Lansky, es war eine stille Woche mit Brillen, gesessen, gelehnt das auch. Ich dachte, ja, ich wäre noch ein Akademiker, er geht zu wer weiß wie, gay weiß. In ein paar Jahren, mit der Wende, als ein größer Mensch auf der jüdischen Gase, nicht nur, dass ich gedenke, in Gentleman's Quarterly, ist er gewesen, einer von den Top 100 eligible Bachelors. Ja. Yeah. Aaron Lansky, yeah, GQ. Yeah, ich dachte, mit Jürgen. Nur, als ich das gesagt habe, Gay Vase. Hast du gekannt Alien? Ellie Katz? Nein. Du hast nicht gekannt. Oh, wer ist das schon? Ellie Katz? Ja, die habe gesagt, Perlitz ist meistens. Es ist gewesen, eine Lehre in Berkeley. Sehr berühmt, da. Aber ich bin kein Mensch gewesen, du bist. Jetzt aber vielleicht kommen in New York. Ja, er ist gewesen in, ich weiß nicht, die Kubs, oder er ist gewesen ein Linker, Professor, sehr, sehr kluger Mensch. Er hat geführt einen Lehrkreis in Berkeley, er ist gewesen der Führer von. Wenn du sagst, ein Linker, meinst du von den Kommunisten? Ja. Okay. Es ist gewesen eine lange Zeit, wo es die jüdische Welt hat gut nicht gewollt uns zu tun mit der Linke, mit Itche Goldberg und jene ganze Welt. Es gibt sehr krass, wegen dem, was er nicht in 1953, wenn die jüdische Schreiber sind, sie weitergehalten mit Stalin, ich bin gegangen in ein sozialistischen Kinderlager, Camp Hemschach, ein jüdisches, aber sie waren bundistisch. Und die Bundisten haben fand Gott die Kommunisten. Mein Tat hat fand Gott die Kommunisten. Zu lieb die Kommunisten ist man Seite ingekommen. Man tat hat mehr Feindgott der Sowjeten wie Feindgott der Nazis. Weil sein Taten, die sowjetische Instanzen am Ziegenehmen dem Taten verschickt in Sibir, kämen nicht gekommen. Man tat es noch mehr 11 Jahre alt, wenn er das so geschehen. Und ich meine, sein, das, was er so angekommen in der jüdischen Welt, zu werden als ein Jüdisch ist, ist gewesen, sie kuren sein Taten. Also er ist, mir im Guren ist gerade gescheichert mit der Linke, und was so geschehen ist, wenn Sofkelsof und Itche Goldberg, ich denke nicht, wie soll es geschehen, aber er hat sich entschuldigt oder er hat gesagt, dass wir seine Männer nicht mehr sind entgegen dem sowjetischen Verband, dem Sowjetenverband, ist damals das gewesen, wie sagt man, eine Detente. Mein Tate hat ungeheim reden mit Itche Goldberg und sie haben sich lieb gehabt, Dafke. Weil er hat gesagt, dass Goldberg hat auch Achisch versprach. Das ist gewesen, mein Tate's. Die wichtigste Sache ist, dass Menschen nur Achisch versprechen, nicht in Deutsch, mit Deutsch. Wissen, wo sind die echten jüdischen Werte, nicht Leute haben verloren jüdische Werte. Mitchell Goldberg, das erste Mal, was ich gehört habe, zu reden, bin ich gemeint, erstaunt zu sein, wie verloren jüdische Werte sind du. Weil der Linke, der zweite der Linke, haben schon die Werte nicht gekannt. Ja. Aber er ist gegangen in Cheder. Und ich weiß nicht, ob die es gelernt, die es gesehen im Film, wie man interviewiert Itche Goldberg. No. Oh, das ist sehr verhaftig. Okay, ich darf euch finden in den Namen. Ich darf euch finden in den Namen in der Interkeppler. Sehr mit Interkeppler. Sehr verhaftig. Er erzählt, wie er es gewinnen hätte in der Ruf. Ich denke, ich wusste, er hat getan, aber er hat sich gechappt sehen, sexuell gechappt sehen. Und er hat gesagt, du hast es gewinnen, das ist Sie sind dämmelt, aber ich mehr nicht gewollt gehen in Gede. Ich habe aufgegeben Frimkeit, alles Ding. Das heißt, ich kann gleich auf ihn, er sucht auf zurück. Später hat er aufgehört werden Frim. Ich kann bei 6, 7 Jahren, wie alt er ist gewesen,
weg von Fremdkeit. Er hat doch gewohnt in der fremden Sprache. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie er kommt von jener Welt, aber er ist gewohnt sehr enttäuscht und er ist weg. Aber er hat aufgehalten dem Vokabular von einem Jid, was kennt Tage Jiddisch. Aha. Und man lehnt das säkuläre jüdische Schreiben. Und man sieht, wie viele Luschenkönigstücke wert sind in du. Es wird sehr treurig, wenn man sieht, wie sehr die Talmidim kennen nicht die Werte. Ich habe sehr lieb zu lernen, ich darf sich allein lernen, die Luschenkönigstücke Werte. Es ist ein Wertebuch von Yitzchak Neboski. Ja, es ist äußergewöhnlich. Ein Luschenkönigstammige jüdische Werte. Ah, ich sitze auf der Bahn in der Chabanur. Allein das Wertebuch. Das gibt euch Beispiele von der jüdischen Literatur, wie bei Sheva sagt, genetzt, das Luschenkönigstück Wort, oder wie Peretz oder Mendel hat es genetzt. Ich meine, dass jeder will gedacht. Überlehnen das Buch. Nicht nur wie ein Referenzbuch, ein Farifbüchel, was man die darfst da... Ja, es ist ein Teil von der Sprache. Ja, das darf man auch lernen. Ja, ich bin Maske. Frommkeit? Nun, wie soll bist du geworden fromm? Von wann sie kommen? Okay, ja. Und du willst. Ja, ja. Wenn ich habe beschlossen mit Edelen, also wir wollen beide Gassen haben mit Englisch, mit Jammerkes. Ja. Ich weiß nicht, von wann sie das bekommen. Ich habe es bekommen, weil wenn ich ungeheim gehen in Barnard, habe ich gesehen, viele Fahrer Barnard, nein, es ist gewesen, wenn ich in Mittelschule und ich vielleicht sehen Englisch für ein theologisches Seminar von JTS, schöne Bücher mit Jammerkes. Ich habe es kein Englisch gesehen früher. Ich bin gegangen in der Melichische Schule mit säkulären Jiden. Ich habe immer gemeint, dass die Englisch mit Jamalkes sind einfach gejagt, angebeugen, Brillen. Und du sagst, schöne amerikanische Bucherin mit Muskeln. Ja? Ich sage, ja, sie tun Jamalkes. Ich habe keinen Moment gesehen. Ja, das ging zu JTS. In Hand in YU, Universe, in Yeshiva Universität. Ja, es ist übrigens das erste Mal, ich habe das gesehen als eine Sache. Es ist mir sehr gefallen, weil sie sind nicht stolz an jeden. Sie haben sich nicht geschämt, sie gehen auf den Gas mit der Jamalke. Aber sie sind fortgewinn sehr amerikanisch. Das ist das, was mir gefällt. Ich habe ungeheim gehen auf jüdische, das heißt Jewish Internehmungen, was hat nicht gehört, kein Scheiches mit Jiddisch. Das ist mein erstes Mal, ich hatte so ein Zitin. Und ich bin mit anderen, ich bin gegangen auf eine Network-Konferenz. Network ist damals gewesen, eine studentische Organisation, eine nationale studentische Organisation. Ein bisschen zizionistisch gestimmt für meinen Geschmack. Aber schöne Englisch. Und dann bin ich auch gezeugt später auf die Upper West Side. Und ich bin bekannt mit der ganzen Welt von fremden oder konservativen Bucherin. Und ich habe gesehen, dass Schabbos gefällt mir. Es gefällt mir der Gedanke, dass jeden Freitag zu Nacht hat man Essen mit Freund. Schabbos Mittag Essen mit Freund. Ich habe lieb gehört den Gedanken von Achevre. In ein Tag, was man kann sich aussparen, mit Kennisnitzen, kein Telefon, der muss es noch nicht kriegen, kein Computer. In dem ist mir, es ist eine andere Welt. Und ich habe lieb Gott sich zu lernen. Ich habe tun mit lieb Gott sich zu lernen. In Barnard ist mir wegen sich lernen, wegen Philosophie, Psychologie. Und nur habe ich gesagt, ich lerne Jiddischkeit. Ich muss auch nicht gewiss, weil ich bin nicht gegangen in die Yeshiva. Und ich bin gewohnt, so ein bisschen mehr und mehr fremd, und noch bin ich gewohnt, Tag Hashem Shabbos. Wenn ich habe sich bekannt mit Labeln, habe ich gesehen, er ist im Ganzen nicht fremd, kommt von einem kommunistischen Land, von Polen, und noch später hat er gewohnt in Schweden. Und er ist von Bechlau nicht mehr interessiert in dem, aber ich habe gesagt, weißt du, lass mal machen Abschure, wir sitzen im ganzen Kurs in dem, und sitzen Schabbos, aber wir wollen uns in Lampen, wir wollen Team, wir haben gesagt, gefeiert Schabbos, also jemand, mein Spruch hat gesagt, gefeiert Schabbos. Und er hat gesagt, er will nicht gehen zu einer orthodoxischen Schule, aber er hat gesagt, wir gehen in eine konservative Schule. Ich wollte sitzen neben mir, nicht gewollt sitzen bei Sinder. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin 9 Jahre lang sind wir gewesen in einer konservativen Schule, ich bin gewohnt sehr aktiv, ich habe sich ausgelernt, wie zu lehnen in Trop, ich habe gebeten, dass ich zu lehnen in Teure Schabbos, ich habe ungefähr mit dem Davenen, mit Musaf, mit was mir gedarf. Und noch 9 Jahre, aber ich habe ungeheim ansehen, dass ich viel sich nicht bequem dort. Ich habe immer gewollt sein in der Schwiebe, wie ich kann sich lernen bei anderen. Und du habe ich noch einmal gefühlt, dass ich bin die, was weiß mehr von anderen. Ich habe gesagt, aber ich bin der Experte, du bist auch ein Weg. Also du so viel, was ich will sich noch lernen.
In Achitzdem aber, hagesehen wie keine verbeten nicht Menschen auf Mittag. In der Sibbe ist, weil in der konservativen Bewegung, weiß man nicht, was tut sich bei jedem in Tempel. Weil jeder ist anders. Also die Menschen, die kommen in Schiel und sie sind in Tage gekümmert, den ganzen Schabbos, den ganzen Tag, und andere gehen sie noch ankäufen. Und man will nicht so privat gehen, will man nicht zappen in dem Zweiten. Ist nicht so kein Gefühl von Gesellschaft. Und für mich ist es genau so wichtig, das Gefühl von der Kehille, von seiner Teil von der Kehille. Und die andere Sache ist gewesen, was ich im Vergleich mit zwei anderen Jiden, sind ein Mann, und ich bin nicht kein liberaler Demokraten. Ich habe verlassen die Demokratische Partei mit 15 Jahren zurück. Es hat sich umgehen mit etwas in New York, was es gewesen, Giuliani hat damals gewollt, weg von Welfare, von Wohlversorgung. Weil mir Gott hat so viele Menschen, die sind genehmigen Geld, jurenlang, viele Deutsche lang. Und er hat gesagt, das ist nicht gut für sie, man darf sie zwingen zu arbeiten. Und wenn man zwingt sie zu arbeiten, ist es besser für sie. Weil sie noch von sie kennen, haben wir Gefühl, dass sie tieren etwas auf mit ihrem Leben. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich habe gehört, wie die Demokraten machen Gewalt. Was heißt, man zwingt sie zu arbeiten? Wie sei doch Mannes? Mama ist mit Kindern. Der Pusche, der hat getracht, alle Weib hat man gewollt, Rachmun ist gearbeitet, das arbeitet nicht. Das arbeitet nicht, darf man die Briefen etwas Besseres. Und ich gedenkt, dass ich jedem Dank tue, aber der ganze Bespruch ist gewesen, man, du hast den Bobbe Seiden, der Schwester Kinder, der Vater ist der Mimes. In dem Moment habe ich gemolden, ich habe gemacht, aber Schluss, ich gehe verlassen der Demokratische Partei. Oi! Das ist gewesen, where did we go wrong? Was ist geschehen? Was war hier? Ja, was war hier? Das hat er gedient zu dir. Das ist sehr sexistische Bemerkung. Sie meint, das ist lieb mein Mann. Aber ich habe gewollt, weil mein Mann ist damit gewesen, recht gestimmt. Und so habe ich gesagt, ich habe gewollt werden, also mein Mann, aber ich kann gleich noch die Kippe werden, ein Republikaner. Ich bin nicht. Und ich habe gesagt, sei wie, ich wäre noch nicht ein Republikaner, ich will sein unabhängig. Weil ich halte es nicht, die Demokraten haben die richtige Infos, und nicht die Republikaner haben die richtige Infos. Beide haben Males und Gesreunis, und ich will nicht davon fühlen, als weil ich bin auf einer Partei, muss ich auch damit stimmen mit dem, der Mensch, der Kandidat von der Partei. Du bist independent? Ich bin, ja. Das heißt, ich bin nicht belangig zu keiner Partei. Aber bei der ich glaube, bin ich recht gestimmt. Weil, das ist gewesen eine andere Sache in der konservativen Bewegung. Wir kennen Schweden auch so. Ich meine, jeder versteht, dass die Republikaner sind in der Sonne. Und ich habe nicht gesehen, die Republikaner wie die Sonne. Aber der Rücke ist gewesen das Gefühl von Gehillerschaft. Ich habe gewollt viel, als wir sind wie ein Gespräch, dass wir helfen einen dem Zweiten. Und ich habe es nicht gefühlt dort. Es ist zu viel der Geritz für Privatkeit. Und das ist so belangt nicht dort. Ich bin geboren geworden, ein orthodoxer Schiit. Und ich bin damals auch rübergezogen und mir gekauft ein Haus in Zuffen Riverdale, in Yonkers heißt es, das ist ein Stutt über Riverdale. Und wir haben sich umgeschlossen in der orthodoxischen Schule dort. Und ich habe gesehen, andere Menschen sind wie ich. Als Sachen sind gekommen von Heimen, wir sind nicht gewinnen von Heimen. Aber sie haben gefühlt, dass etwas fehlt, sie sind Gott etwas mehr authentisch. Ich bin meine feministische Freundin, mir gesagt, was kennst du sitzen dort, hinter der Machize? Aber ich gesagt, erstens kann ich sehen. Das ist nicht eine Machize, also wie ein Vierhang, was geht bis darauf, also in der Chassidische, was man kein Gunnar sehen. Ich kann sehen, es ist ein Lattice, du weißt. Aber was ich hier ist, wenn ich komme zu den Tieren, lasse ich mein Feminismus bei den Tieren. Und ich komme heran und ich fühle, wie ich bin in einer anderen Welt. Ich bin in der Welt von meinen Babis, von meinen älteren Babis, von meinen älteren Babis. Und ich habe lieb, dass es mit Abend auf Aschkenasisch ist. Es gibt Schabbos anstatt Shabbat Shalom. Es gibt Yontif anstatt Chag Sameach. Also ist es gewesen bei unseren Babis und Seidis. Also habe ich lieb. Es hat mehr jüdischen Tag. Und danach, wenn ich komme raus, ziehe ich zurück in meine feministische Malbische. Und ich bin wieder, was ich bin früher. In Achitzheim sage ich, ihr seid allein nicht ausgehalten. Man kann sagen, ich bin nicht ausgehalten. Not consistent. Weil, was heißt, ich bin eine Feministin in der gewöhnlichen Welt, aber noch immer in Schielberg nicht Feminist. Aber ich sage, ihr Feministen seid echt nicht ausgehalten. Ihr seid tun mit einem Mann, was soll sein, Herrscher für nach, machen mehr Geld für nach, sein Starker für nach, physisch Starker für nach. Was ist das? Ich habe getracht, das Feminismus, und habe gesagt, ein Mädchen an Kerzen,
er mag sein verdienen weniger, er mag vielleicht sein schwacher, aber das ist nicht, was er will. Und er kickt auf, er sieht, wie viele Frauen, man kann sie fragen, oder öfter, wenn sie sagen, ja, ich will einen Mann, was ist sensitiv und was weint und was ist nicht materialistisch, aber es, das stimmt nicht mit, was sie will im Tag. Weil sie sicher Menschen, was verdienen mehr von sie. Und das ist okay. Ihr seht der Prince Charming. Das ist eine natürliche Sache, für eine Frau zu sehen. Und du darfst dich nicht schämen mit dem. Und du schämst dich nicht mit dem, was ich lieb zu gehen in der Schule, was ist für die Alte. Für mich, wenn ich dich von der Schule trage, das ist also wie ein Men's Club. Also ist es geschaffen geworden, wie ein Eufen, wie Männer kennen, sich den Nähten. Nein, es ist eine andere Sphäre, was man gesagt hat, Sport, vereinigte Männer. Und du, Jiddischkeit, vereinigte Männer. Später, hunderte Jahre später, haben sie gesagt, weißt du, Frauen, ob ihr wollt kommen? Ihr könnt kommen, ob ihr wollt. Weißt, ihr könnt stehen dort. Ist die Frauen, die gewollt kommen, aber der Klaut, das ist gesagt, das ist für die Frauen. Die Frauen haben gehört, sehr Welt, müssen gewinnen mit anderen Frauen, mit den Kindern, mit dem Kochen. Und sie sind eigentlich gewinnen, sie sind sehr zufrieden. Das ist eine Sache geringer. Man darf die Staffel in München machen. Man ist frei für die alle Hischeibissen. Die Männer sind die, die müssen sich mitschen, sie müssen sich auf fetten Fried zu gehen zu Schaechter, sie müssen... Ich habe das Gefühl, dass der Feminismus hat ein bisschen geschadet. Was sie gemacht, Frauen fühlen im Zufrieden, weil sie sind nicht gewesen im Zufrieden. Aber man macht die fühlen, dass es nicht geht, und dann hältst du einen Kick und sagst, oh, öfter bist du, wie es nicht geht. Und ich meine, die Hälfte der Probleme mit der Reform in konservativer Bewegung in Hand, die orthodoxische Bewegung wächst. Die konservative Bewegung wird als kleiner und kleiner. Wir haben gelernt, dass die Frauen sind geworden vielberechtigt, berechtigt mit den Männern. Und sie sehen uns, wie die Männer am schönen Mensch gewollt sind dort. Sie haben verloren sehr Gefühl von Spezialität. Es hat mir ein Teil von den Männern sind darüber auf Orthodox. Und andere sind eine Bitte des Schicksals. Wenn man kommt daran in ein konservativer der Reform-Tempel, sieht man Frauen. Es geht für die Frauen, aber ich weiß nicht, ob das geht für die Gehirne. Was wird sein in der Zukunft? Ob die Männer fühlen nicht, dass sie haben einen Ort. Jetzt kann man sagen, wow, die Männer sind Sexisten, sie müssen fühlen, sie sind in der Macht. Efter ist das möglich. Efter ist das ein Teil für die männerische Natur. Ja, von der Natur. Also sie wollen sein in der Macht. Nicht, dass sie will nicht, dass Frauen sollen sein, aber sie wollen, also sie sollen haben etwas, was sie sehen. Wir sind in die, wir kennen auch Arminien mit 10 Männern. Das macht sie viel speziell. Jetzt sind sie expendable. Eine Frau kennt ihn dieselbe Sache, was sie kennen die, was ihr kennt ihn. Man darf auch nicht tun. Versteht sich, keiner sucht es nicht, aber ich habe ein Gefühl, dass die Männer haben also in Sicherheit. Also sie dürfen sein in der Macht. Und ich verstehe das. Ich bin nicht kein Mann. Aber das ist, was ich sage. Sollen sie unfair mit der Schule, ich führe mit so vielen anderen Sachen. Ich kenne Frauen, wir sind fremde Frauen. Wir sind fremde von mir. Sie decken sie den Kopf die ganze Zeit, wie die können sehen. Ich decke nur sie den Kopf, wenn ich gehe an die Schule. Ich bin gewöhnlich, decke ich nicht sie den Kopf. Aber ich kenne Frauen, sie decken sie den Kopf. Und sie sind sehr fremd. Aber sie sind eine von sie hat ungefähr mit der Hedgefonds. Sie ist ein Multimillionär. Sie hat die ganze Welt in ihrer Hand. Und sie, was darf sie haben, wenn sie kommt in Schiel? Also wie ich gesagt, sie ist authentisch, sie ist der Mann in den alten Zeiten, und sie fühlt sich sehr gut. Und noch geht sie raus in der Welt, und sie tut, was sie darf tun. Sie hat das Sach, Männer, was arbeiten für ihr. Das ist ein bisschen der Gedanke, was ich habe. Was hat mich zugezogen zu der orthodoxischen Welt? Was ich meine, so ist das Zukunft. Ach, jetzt dem, haben wir von uns geredet wegen dem, wegen unseren Kindern. Wie wollen kommen sein, kommen 100% sicher, als die Kinder wollen hassen mit ihnen? In der orthodoxischen Welt. Weil in der Konservativen, in der Reformwelt, hast du sehr viel Freiheit. Wie viele Eltern in konservativen Heimen wollen sagen, also ein Mann hat geschrieben in seinem Zivur, in der Zivur steht, das Geld wird nur gehen, sind die für meine Kinder, die haben Hassene mit Jiden, oder Gebäude mit Jiden, oder Jiden, die haben sich mit Geier gewöhnt, auch Pidin. Tate. Leuten din. Tate deiner. Mein Tate hat geschrieben in der Zivur, das Geld geht nur für die Kinder, die haben Hassene gehabt mit Jiden, die haben Gebäude mit Jiden, oder die haben sich mit Geier gewöhnt. Ja.
Ich will wissen, warum deckst du nicht den Kopf? Wie sollst du gleich was zu tun, was nicht zu tun? Wie fromm zu sein? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist eine Sache von dem, was zu tun mit meinem Mann. Ich meine, so habe ich wohl gerade nicht mit einem fremden Jid. Und er wollte mich gebeten, deckt sie den Kopf. No problem. Ich habe sie gedeckt. So haben sie sehr schöne, so die schöne Tierchen mit Frauen tun, sehr schöne Scheitlen. Du wirst davon nicht gewiss, dass sie tut das Scheitel. Der Rebetzin in meinem Schiel ist so with it. Sie trägt das Schädel, was sie sagt, das Schwänzel, und sie trägt sehr modische Kleider. Sie ist da, heuer. Sie trägt Designerkleider. Die wird so umgekickt und gemeint, das ist eine sekuläre Frau. Und jeder kriegt da, wie ist der Schädel? Wie ist sie? Kann ich gefunden. Also, die Hand der Kanzaten kommen sehr modisch, aber viele von mir ist fremd. Label ist geworden, schon im Schabes zu lieb mir. Und er ist sehr klar wegen dem. Aber er ist echt wegen dem, was er gesagt hat, wir sollen schicken unsere Kinder in die Yeshiva. Was ist ihm gegangen, sehr im Leben, dass die Kinder sollen nicht rassen und mit Schicksals. Hat er gesagt, weißt du was, ich bin gerade, lass mich sehr rausnehmen. Sie sind damals gegangen in eine jüdische, zionistische Tugschule, nicht gefremde. Und er hat gesagt, lass mich sie stellen in SAR, Solanta Akiva Academy of Riverdale, modern orthodox, jünglich mit Mädels, aber orthodox. Ich habe gesagt, bist du sicher, die willst du es? Ich meine, das ist an, die Kinder wollen sich lernen davenen, wir wollen davon gehen Schabbos in Schiel, wir wollen davon werden schäumen Schabbos, weil es passt nicht, dass wir schicken die Kinder in ein orthodoxisches Schiel und es wird dann ein Konflikt mit daheim. Fine. Er ist gewohnt schäumen Schabbos und versteht sich alles, nicht nur gewohnt Kusche, nur weil wir sich gezeugen in einem neuen Haus, aber ich habe rausgeworfen alle meine Teller und Teppe. Viele habe ich gehit Kaschus bis Dämmelt, aber es ist nicht gewesen auf derselben Madrege. Ich vielleicht kaufe von allem in einem Käse. Ich habe nicht getan, mit gekickt auf den Zisadu-Haschkuche von der arabunischen Organisation. Ich bin sehr ausgespannt. Und nicht nur das, ich habe verstanden, dass wenn es fremd, wenn man kauft neue Kelim, darf man sie zuerst teufeln in der Mikve. Für die sie zu machen, heilig zum Essen. Oh. Aber ich habe alles rausgeworfen. Ich habe umgeklingelt meine Schwestern Yisrael, Edel, und Gietel und Tinek. Ich habe gesagt, geht denn nice, ihr könnt jetzt essen bei mir. wenn sie decken im Kopf ist, hab gekannt, oder mein Mann wird mir gesucht, ich wollte gewollt, dass sie decken im Kopf, wird ich gekannt. Ihm geht es nicht tun, ich wollte besser gewinnen, nicht, weil wenn ich zurück etwas im Kopf, kratzt es mir. Aber ich, in der Schiel zog ich allemal ein Hittel. Und ich halt nicht von dem, was, da sagt man, die eine Frau, ich komme jetzt in der Schiel, hast du nicht die Frau in Tier nicht und kein Hittel. Weil in gewissen Teilen von Manhattan ist das jetzt geworden die Mode. Als Hasnagat der Frauen darf nicht drüber hitteln. Was nicht bei ihm ist, von der Haloche, das ist eine Tradition. Aber es gibt gewisse Traditionen, was, wenn man sich in Ziegen meint zu dem, sagt das als Mode, als man bat die Tradition mit dem Mund. Das sage ich halt auch. Also eine Frau, wenn eine Hasnagat der Frau, wenn sie Kinder rein ist, hier, so wohnt sie in der Hittel. Aber auf der Gas macht man nicht alles. Ich habe gewollt fragen wegen der Kinder, aber du hast schon gesagt. Wolltest du gesagt, dass sie sind von euch? Oder? Ich weiß, dass ihr wollt, ihr, das ist du und der Mann, ihr wollt, sie sollen lehren, sein von euch. Nein, Label will nicht, dass die Kinder sollen sein von ihm. Er will so ein Gast nur mit jüdischen Mädels. Das ist seine Agenda. Aber sie gehen zur frommen Schule? Ja, und sie gehen, well, jetzt gehen sie Menschen Schule. Jetzt zwei von sie arbeiten. In einer von seinen Gedalien geht jetzt in den New York Career Institute, was oh, nicht geht. Ja. Aber sie alle praven Schabbos. Sie wohnen zwischen Jiden. Sie haben lieb zu wohnen zwischen Jiden. Sie machen Mulzaten, Schabbos-dige Mulzaten bei sich daheim. Der Menachem Jankel speziell ist ein Gitterkocher. Er macht ein Hindeljoch in Tschund und er verbeet 15 Freund. Und sie kommen und essen bei ihm. Also es sind alle schon mit Schabbos. Gedalien ist der Fremdste. Gedalia ist der, was jetzt in New York Career Institute, er ist der Einzige, was hat eine ernsthafte Arbeit, was ist interessant. Ihr Tate ist gewesen, mein Tate ist ein Student, ein jüdischer Student, mit Juden zurück, im ganzen Aktivfall. Sie haben sich bekannt in einem jüdischen Chor. Und wenn er durchgefunden hat, dass ihr Tate hat sich gelernt Jüdisch beim Sehen, hat er mir gesagt, ja, mir gar, aber da kenne ich ihn, oh mein Gott. Gedalia ist der Fremdste, der Ernste. Drucksitzes, er darf dreimal am Tag, ist sehr ausgehalten. Die ältere zwei, sich
Naftuli is sehr aktiv in Teva. Das ist eine ökologische Organisation, eine jüdische ökologische Organisation. Er hat auch lange gearbeitet für sie, gelernt Kinder, wie er so was der Teure sucht wegen der Natur, und wegen, wie soll man da hüten der Erde, und wie wichtig das ist, von einem politischen Kickwinkel, ist er sehr zugebunden zu dem. Aber alle von sie in sehr eigenen Weg halten Schabbos in halten es. Es ist einfach nicht eine Frage, wenn er ausgeht mit den jüdischen Mädchen. Das ist eine viel Frage. Sie haben auch so viele jüdische Mädchen auszuklappen. Schöne. Als Label darf sich nicht so. Was wird sein? Sie wird sich echt bei wem es im Kassen ist. Weißt du, er hat Kassen mit einer konservativen Mädel, wenn man sie darf machen, bescheuert es. Es ist Kompromissen. Sie sehen, sie darf sich echt viel bequem. Und nachdem ist du eine neue Indien wegen Jiddisch. Ob sie haben mit Mädchen, was reden Englisch, was reden nur Englisch, kennen nicht kein Jiddisch, wird das schaffen ein Stück Problem, weil wenn du eine Sprache kennst, sagst du neu, redet man nur Jiddisch. Mhm. Was haben unsere Männer in Wabe getan? Sie haben sich ausgelernt hier. Das heißt, Label hat schon gekannt Jiddisch, er ist von Polen, er ist gegangen in eine jiddische Tugschule und seine Eltern haben geredet Jiddisch zwischen sich, hat er kein und nicht geöffnet das Royal auf Jiddisch, aber er hat schon einen Hintergrund. Edel hat gehasst, aber der Engel von Borough Park. Das versteht sich, hat er gekannt Jiddisch. Melech hat sich gelernt Jiddisch bei meinen Taten. Und Benjamin, mein Bruder Benjamin, ich habe das nicht gelernt wegen ihm, aber Benjamin fährt mit der Chor, jiddische Volkschor, muss vielleicht sagen, ein Chor von der Linke, und mit dem Gebeten übernehmen dem Chor, hat er gesagt, ich bin gerecht, das zu tun, auf dem Tanai, ich möchte auch heranbringen andere Lieder, nicht nur Lieder von der Linke, nur jüdische Lieder von allen Minen, aber viele fremde Lieder. Und sie haben Masken gewesen, es ist ein äußergewöhnlicher Chor mit 40 Menschen, und sie singen äußergewöhnlich, er ist sehr streng mit Leuten für ihn. Wie immer ist auch bekannt mit Chayelen, sein Wab, auch der Jugend drauf. Also sie hat gekannt ein bisschen jüdisch von der Mamen, nicht keine Sache. Und wieso hat sie sich ausgelernt Jiddisch? Lebendig mit einem Mann, was redet nur Jiddisch mit den Kindern. Es handelt sie fließig, sie redet bei Melech, aber sie können sicher sitzen beim Tisch und verstehen alles, was kommt vor. Das ist meine Hoffnung, dass die Mädchen, bei wem sie am Kassen, nennen sie so, das ist nicht, dass sie sollen sagen, eine Jiddische, ich habe nicht keine Meure wegen dem, aber Meure, sie wird nicht kennen, kein Jiddisch, wieso können wir sie machen, vielen, die auch helfen im Qual, ob sie kennen kein Jiddisch. Das ist ein etwas, was wir auf Arbeit mit dem. Es wird eine Challenge. Wunderbar. Okay. 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 Okay.